Da seid ihr ja. Herzlich willkommen. Heute lese ich euch den Aramis vor. Tagebuch eines Welpen, Teil 1. Und zwar vom 1. bis zum 10. Tag. Wie ist dieses Buch entstanden? Aramis war ein Teil meiner Familie, war ein Hund von mir. Und zwar war das der letzte, den ich hatte. Und das war ein Hofewart. 5 Monate war er alt, als er unsere Familie bereicherte. Und entstanden ist das Büchle, das ich jeden Abend so meinen Tag erzählt habe, mit diesem neuen kleinen Wuffel, den ich so sehr geliebt habe. Und dann irgendwann einmal, so nach ein paar Tagen, habe ich gefragt, meine Freunde, denen ich das geschickt habe, sag mal, interessiert euch das überhaupt? Oder sollt ihr es vielleicht eher lassen? Macht es euch Spaß? Und dann kam eine überraschende Antwort damals. Oh, wir warten schon alle darauf. Pünktlich um 10 Uhr abends schickst du das ja immer weg. Da war so mein Tag mit dem Aramis halbwegs zu Ende. Da war Schlafenszeit. Und dann habe ich das weggeschickt und haben sie gesagt, wir warten schon sehnsüchtig darauf. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch sehr interessant, so die erste Zeit wie ein Tagesbericht, wie ein Tagebuch zu gestalten. Und so entstand noch eine Trilogie, 1. Teil, 2. Teil, 3. Teil. Und heute geht es um den 1. Teil, Aramis, Tagebuch eines Welpen namens Aramis.